Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Es ist 19 auf der Karte Kleinschenhof mit den Fabi. Hallöchen. So, dann hauen Sie mal raus. Welche so, weiß ich nicht. Wir haben jetzt die Auswahl. So. Entweder eine Wiese, die genauso groß ist wie Wiese 4. Vielleicht minimal größer. Ja, eher so wie die hier oben beim Hof. Oder für 118.000 eine größere. Würde ich sagen. Also Wiese 3. Ja. Wollt wir dann nicht auch noch uns so ein Butterfly mehr kaufen? Och ja, dann können wir fast gar keine Kühe mehr holen. Hey, wieso können wir uns keine Kühe mehr holen? Ja, schon, aber 42k kostet das, ne? Ja. Okay, Dresi, Zwosi, zu spät. Also das Alte bleibt, aber das, Wieso? Weg, das Kuhn. Wieso? Brauchen wir dann? Frage. Nö, brauchen wir doch nicht. So, Abfahrt, Fanny. Hallo, stopp. Vorwärtsgang. Genau, er verkauft einfach so. Ja. Wieso nicht? Nur so. So, hä, wieso kommt denn der Waldrast so scheiße auf einmal mit dem Chor ins Schleudern? Keine Ahnung. Warte, wie viele Kühe haben wir jetzt? 16, 17, weiß ich nicht. 12. Oh. 12? Achso, ja, klar. 12. Wir können. Warte, wenn ich jetzt. Also wir machen nochmal 12. Kostet dann wie viel? Muss ich gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32. Na, ich würde es eigentlich, sogar bis 50k kosten oder so gehen. 14. Weil dann hätten wir auch 40.000 dann. Ja, wir können genau bis 30 voll machen. Also ich meine, ich kann jetzt noch 2 Kühe mehr kaufen, aber... Na gut, dann machen wir einfach voll, halt mit 18. Super, jetzt weißt du auch, was du machen kannst, als hier versorgen. Ach, die sind doch nur unterhalb leer. Ich glaube, dann fahre ich erstmal Gras holen. Aber Gras haben wir, glaube ich, nicht mehr eingelagert. Doch, auch schon. Echt? Haben wir Gras eingelagert? Und haben alles eingelagert, aber nur 100.000, das wird ein bisschen knapp. Ja, kannst du dann leer machen, dann siehst du noch, wie viel du brauchst. Soll ich die kompletten Kühe voll... Ah ne, warte, ich fahre im Futtermisch waren. Jetzt den kompletten Weg rückwärts mit 15 km/h und fahr dann wieder vor, um dann wieder vorwärts zu fahren, weil ich einen Futterwagen hole. Tja. Halt, stopp, find. Es gibt mittlerweile richtig viele, die gar keine Mods mehr hochladen, einfach nur, weil die dann nochmal doppelt hochgeladen werden von anderen Leuten. Okay. Oh. Oh, warte, 12. Heldstoff, halb für dich gemobbt. Wie viel hab ich jetzt aufgefüllt? Mann. Mann. Ich hab nur 4.000 aufgefüllt, glaube ich, mit Heu, aber ich weiß es nicht. Ja. Wo hängt... So, Heu 8.000, Stroh 4.000. So. Halt! Was hast du denn? Keine Ahnung, der hat nicht mehr aufgehört aufzufüllen. Wenn er, hört man auf.
Ja, habe ich ja gedrückt, aber das macht er nicht. Weil ich, glaube ich, durch den Trigger durchgefahren bin. Egal, so kann ich besser bestimmen, beim Auskippen kann ich besser bestimmen, wann ich aufhöre. 12, 11, 10, 9. Ja. Ja, dann. Ja, kurz hinten Silage holen. Silage haben wir genug. Ja, da ist sie doch voll. Wobei ich darf jetzt wahrscheinlich auch 3 Folgen lang mit dem Ding hin und her gurken. Ja. Ja, die sind unterhalb leer. Weiß ich. So, hä? Check's nicht. Oh. Oh, 3,5 GB nur. Also jetzt los. Ich habe so einmal gehabt, das war noch, wo ich halt noch gar kein Update geladen hatte von Alice. Da habe ich aufgefüllt, habe in einem 16-Tonnen-Anhänger 200 Tonnen aufgefüllt. Alles klar. Weil der halt noch ein bisschen verpackt war, der Kuhstall eventuell. Mischration. Ist eine fertige Mischration drin? Ja, ich glaube schon. Nee, glaubst du nicht, nur ist so. Schon. 40.000 Liter. Sei froh. Boah, ich muss an meiner Map immer noch weiter basteln. Ich hatte da jetzt gar keinen Bock drauf die ganze Woche über. Wollte die eigentlich schon letzte Woche Sonntag hochladen. Was sollen wir denn bei unserem Spezialfeld, sag ich mal, ansehen? Irgendwas. Wow. Ich wollte gerade sagen, hinten kommst du nicht rein. Schau, Walzen wird sich anbieten, oder? Stimmt, wir brauchen Stroh. Ich meine, hier kriegst du jetzt nicht die Masse runter, aber. Walzen und Hafer, weil. Boah, ich bin halt. Der Weizen ist scheißegal, weiß ich nicht. Glaube ich, das nächste Mal brauchen wir was für die Hühner. Mal gucken. Was soll ich denn jetzt ansehen? Ja, mach einfach Hafer, da hast du Stroh, da hast du Geld, ist gut. Und was viel günstiger wäre eigentlich für uns, den Stall gegen eine Weide auszutauschen. Aber hier drin eine Weide jetzt platzieren, das ist etwas eng. Aber Stall sieht auch schöner aus. Ja, ist auch so, aber die Weide wird halt nur 10k kosten, ne? Also wie viel passt in den Schafstall rein an Tieren? Weiß nicht. Gleich mal ran hier. 80, ne. Musst du nicht den Rückwärtsgang einlegen? Ich schon weg, Fabi. Nee, kein Stück. Gut. Mischration ist leer. Dann muss ich wieder neu mischen gehen. Plättchen können auch wieder geritten werden. Was du zum Tun hast. Ja. Erst müssen die Kühe noch ein bisschen Futter kriegen, ne? Kannst ja mal angucken, wie viel da drin ist. Weiß, ich hab schon. Bist du eh locker schon 2 Folgen dafür dabei? Bei? Noch ein Ja. bisschen wenig. Merke ich schon bei dir dann 3. Eine Schwätzecke. Ne. Okay. Absolut gar nicht witzig, Herr Ossi.
Doch, finde ich aber Schöne schon. Frau ist sie. Ey, was soll das denn alles? Oh ja, hier liegt ja immer so ein kleines Schäufelchen Weizen. Mein? Ja, die kleine Schaufel würde wohl für den Hühner für ein ganzes Jahr reichen. Glaube ich aber auch. Okay, ich kann bis hier vorfahren und kann dann kein R drücken. Du kannst theoretisch bis auf die andere Seite von der Map fahren, wenn du in diesem Menü bist. Also du rollst natürlich nicht so weit, aber könntest das theoretisch machen. Und dann ja. Könntest du trotzdem nicht abbrechen. Auch wenn der aufladen kann. Ja, Mann, ey, der das. Kobermeister ist Ach, die fertig. Station ist schon grün. Jo. Wasser, Stroh, rot. Na, die Mischration muss erstmal voll werden, damit ich alles andere so ab voll versorge. Doch, noch ein oder zwei Wagen, dann ist er voll. Und dann kommt der Rest. Dann fahre ich Mischwagen voll mit Heu und Stroh. Noch einfach dafür den Anhänger. Ja, so viel brauche ich dann auch wieder nicht. Okay. Wasserfall, Spaß. Ja, das geht eigentlich. Muss halt nur oft hin und her fahren. Wenn das 7K reingehen Ja. oder so. Acht, aber. Hier habe ich doch gesagt, neues Wasserfass. Irgendwas fällt uns noch ein. Große 30.000 Liter Fass. Genau. Okay. 18.000 Liter wird das LSFM-Fass für 15k packen. Aha, Fabi. Lohnzahlung. Ja. Was soll das jetzt? Ja, ich verlange auch meinen Lohn, ne? Genau, 12 Euro pro Stunde. Das ist ein guter Stundenlohn. Würde jetzt eigentlich unser Fass nochmal, unser Wasserfass nochmal bringen. 17.000. Wir würden 17.000 machen, würden 15.000 ausgeben, hätten dann kein Drehschimmelfass mehr, sondern ein Tandemfass und machen 2.000 Euro Gewinn. Was Und für. fahren aber 10.000 Liter mehr. Das Standard von Giants oder was? Ja, das aber, das fahren wir dann zum Händler, dann kriegen wir nochmal mehr, dann kriegen wir wahrscheinlich 20.000 dafür. Welches Drehschimmel denn? Welches Tandemfass von dem? Es gibt. LSFM. Was? Fahr mal an, die Pack. Also, ja, ich sage Standard und sagt ja. Ja, Standardfass, was wir jetzt haben. Das sind Fahr mal an, die Pack, das. Und das Ja. passt 18.000 Liter. Und das, was wir jetzt haben, passt halt nur 8.000. Obwohl das eigentlich kleiner ist von Fahr mal an, die, aber naja. Tauschau. Irgendwo ja schon realistisch, ne? Ja. Wenn willst, kannst du tauschen. Ja, weil Verlust machen wir eigentlich nicht, ne? Ja. Weil ich mache nicht mal eine Leerfahrt, wenn ich da jetzt runterfahre. Weil ich nehme ja das Fass mit. So. Langsam auch mal wieder voll hier. Ja geil, ich kann noch eine Stroh- und Mischration machen. Jetzt habe ich Kalk auch noch in die Schaufel noch rein. Dann bleib du mal da stehen, Wasserfass, komm mal ran. So, Kalk in der Schaufelabfahrt. Damit du ein bisschen mehr hast. Ja. Du weißt ja einfach mit der Schaufel aufs Feld, ne? Gibt dann aber einfacher. Ah, hier sind sogar noch 8.000 Liter Wasser drin. Ah, verkaufen wir mit, ne? Natürlich. Ich hoffe, dass wir da möglichst mehr Geld bringen. War mir überlegen, ob ich auf meiner Map eine Wasserverkaufsstelle einbauen soll, aber fand ich dann irgendwie nicht so okay. Nein. Außerdem spielst du dann direkt CP-Projekt.
Einer fährt die ganze Zeit nur durch den Teich auffüllen und wieder zurück zum Verkauf. Ja. Eine Dauerschleife. Gigabyte, neuer Rekord. Also neuer Niedrigkeitsrekord. Naja, ich sage, das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne auf Schauschafe vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal dran. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.